Und wir in der Bundesliga schon wieder der Videobeweis. Herzlich willkommen zum 5. Spieltag, Tobi. Und wir müssen schnell machen, weil unter der Woche hat man wenig Zeit. Klar. Unter anderem deswegen geht es auch schon am Dienstag heute um 18.30 Uhr los. Hui. Mit dem absoluten Superspiel Bremen gegen Hertha. Und zwar Hertha ja nicht nur mit dem besten Saisonstart aller Zeiten, 10 Punkte aus 4 Spielen, sondern wenn du es zusammenrechnest, Hertha und Bremen haben zusammen jetzt schon 18 Punkte geholt. Das gab es noch nie. Ach wie? Dass beide zusammen so viele Punkte geholt haben. Ach so, nach vier Spielen. Ach so, ich dachte schon. Nein, ich habe mal versucht, diese schwachsinnige Statistik durchzugehen. Ja, ja, das ist echt immer so, ein Jahr Hertha 4 Punkte, Bremen 5, dann sind es wieder 2x3. Also es ist wirklich exorbitant gut. Und, was wirklich besonders ist und historisch, zum ersten Mal seit wem steht ein Hertaner alleine an der Torschützenliste ganz oben? Marco Pantelic? Nein. Seit Preetz. Seit Preetz? Seit Michael Preetz Hertaner komplett alleine. Überrascht vorne. Mich von Sekunde zu Sekunde neu. Die Statistik bedeutet ja auch, die Bayern sind in Axt. 18 Punkte können sie in 4 Spielen nicht geholt haben. Können sie nicht holen. Also interessant. Ja, was hast du? Bremen gegen Hertha? Wir haben beide ja Hertha am Wochenende gesehen. Wir haben beide gesehen, was für einen tollen Fußball die spielen. Waren jetzt kurzzeitig Tabellenführer. Das spricht eigentlich für sich. Dieses Spiel kann nur 3:0 für Bremen. Ich tippe nur noch auf Hertha. Ich habe es mir abgewöhnt, dagegen zu tippen. Ich sage, es wird ein souveränes und weiterhin die Nation begeisterndes 0:3. Hertha gewinnt. Bayern gegen Augsburg. Max, in Augsburg hat die Torwartdiskussion begonnen. Fabian Giefer zweimal völlig daneben gegriffen. Ja. Alle können nachvollziehen, dass es diese Diskussion jetzt auch gibt. Auch Manuel Baum sagt, ja, er müsste sich das anschauen, er müsste eine Leistung bewerten. Sagt aber auch, Fabian Giefer ist nur ein Mensch. Mhm. Und deshalb frage ich dich, Menschenfreund Max Dinkelacker, muss man da freundlich bleiben oder einfach mal hart und den Jungen absägen? Jetzt ist mein Problem, ich kenne den zweiten Keeper nicht gut genug. Andreas Lute ist gerade leicht verletzt. Er ist gerade leicht verletzt. Okay, ist er leicht verletzt besser als das, was Giefer... Das weiß ich nicht. Da würde ich dich gerne deine Expertise befragen. Saft zu leisten imstande ist, ich glaube nicht. Deswegen, ich würde ihm ein Spiel geben und gegen die Bayern ist das ja immer so ein Spiel, da kannst du als Keeper dich auszeichnen. Normalerweise kriegst du gegen die Bayern so 8-9 hochkarätige gegen dich. Mhm. Wenn er davon jetzt 4-5 rauskratzt, dann ist ja schon mal am Selbstbewusstsein wieder ein bisschen was getan. Deswegen, gib dem noch das Spiel heute, verlieren tust du eh. deswegen gibt Giefer noch das Spiel und dann sag ich, mit Giefer im Tor verliert Augsburg nur 4:1. Heidewitzka. Max, weißt du was? Ich folge deiner Argumentation, aber setz noch einen drauf. Ich glaube, Augsburg packt die Sensation und schafft ein 1:1 in München. Das würde uns natürlich freuen, wäre gerade im Titelkampf für uns natürlich von herausragender Bedeutung. Ja. Hannover gegen Hoffenheim. Tobias, heute Abend Hannover gegen Hoffenheim. Es gibt ein Problem. Die Stadt Hannover warnt, bitte nicht mit dem Auto anreisen. Warum? Weil der Großraumparkplatz anderweitig gebraucht wird. Warum? Ist da das Kinderschminkfestival Hannover West? Quasi. Ist das hannoveranische Oktoberfest. Ernsthaft? Jetzt muss ich dich natürlich fragen. A. Warum gibt es ein Oktoberfest in Hannover? B. Wie kommen die Spieler jetzt zum Spiel? Und C. Bist du jemals ohne Auto zum Stadion? Frage Nummer 1. Ich glaube, in Hannover gibt es sehr große Schützenvereine und ich glaube, dass die das organisieren, diese Oktoberfeste. Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Könnte sein, berichtigt mich, falls es falsch ist. Das zweite war, wie kommen die Spieler dahin? Ja, mit dem Fahrrad, geht natürlich nicht anders. Ne? Auch die Kollegen aus Sinsheim, macht ja überhaupt keinen Sinn, die ersten Kilometer mit dem Auto zu fahren, mit dem Bus. Und alle müssen stehen lassen, ey. Park and Ride, das ist doch dumm. Ja, und vor allem, wenn du, wie heißen diese Fahrräder, die du zu zweit benutzt? Tandem. Wenn du ein Tandem benutzt, kannst du gleich noch so ein bisschen den Teamgeist fördern. Schöne 1 gegen 1 Situation. Falls irgendjemand heute ein sehr, sehr langes Fahrrad sieht, das sind nur die Hoffenheimer. Ja, ganz genau. Und das dritte, bin ich schon mal ohne Auto zum Stadion gekommen. Ich habe, ich kann mich nicht... Eigentlich wollte ich fragen, ob du jemals mit dem Auto zum Stadion gefahren bist. Genau, und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals mit dem Auto zum Stadion gefahren bin. Also ich, in diesem Sinne, glaube ich, keinerlei Probleme. Seitdem ich theoretisch fahren durfte, habe ich es auf jeden Fall noch nie gemacht. Nee, ich auch nicht. Das wäre mir viel zu riskant. Gut, was bedeutet das eigentlich alles? Hoffenheim kann in Hannover den Bus nicht vor dem eigenen Tor parken, würde ich behaupten. Deswegen sehen wir ein großartiges Fußballspiel, viele Tore, ein 2:2. Ich sage, es wird ein grauenhaftes Spiel. Hoffenheim muss rotieren, das sind die nicht gewohnt. Hannover kann immer noch nicht so richtig. Deswegen geht es 0:0 aus. Na gut. SC Freiburg gegen Schalke 04. Max, Tobias. Auf Schalke gibt es ja massig Stunk.
Die ja. Mannschaft hat noch keinen einzigen Punkt geholt. Der Trainer fängt an, langsam in der Kritik zu stehen. Ja. Es ist vielleicht schon so ein Entscheidungsspiel. Und jetzt gibt es den Ärger um Franco Di Santo, kurzzeitig. Er hat sich aufgeregt, wurde ausgewechselt. Und Domenico Tedesco hat schon angekündigt, hundertprozentig wird es eine Strafe geben für den Argentinier. Und zwar? Der sich, das wollte er nicht verraten, bleibt intern. Und Franco Di Santo hat sich längst entschuldigt. Hat gesagt, Mensch, das war meine Schuld und hätte ich nicht so machen dürfen. Ja, meine Frage an dich. Ja. Zerfleischt sich Schalke 04 in diesem Moment schon selber oder sind die alle zu soft? Hätte Franco Di Santo da einfach mal weiter gegenpressen müssen, sagen müssen, nee, ich bleib dabei. Na, ich glaube, intern kann das noch, da können sie noch damit umgehen. Das Problem gibt es ja jetzt erst, wenn so jemand wie Markus Walz sich zu Wort meldet und Tedesco davor warnt, dass er hier jetzt nicht den super Fehlstart hinlegen darf. Dann wird's gefährlich. Und wenn sich einer mit Fehlstarts auf Schalke auskennt, dann ist es Markus Walz. Dann ist es Markus Walz mit Misserfolg und schlechter Publicity. Trotzdem, es wird Zeit für den ersten Sieg. Ganz dringend. Aber das Problem ist, Freiburg kommt so langsam ins Rollen, gewinnt in Wolfsburg und Freiburg nutzt die Angst, die nackte Angst der Schalker Mannschaft aus und gewinnt zu Hause 2-1. Heide Witzka. Ich glaube ja, Schalke, die sich ja, wo man nicht immer so ganz genau wusste, wie ist eigentlich der Spielstil, aber wenn sie eins konnten, dann war das Umschaltspiel, zügig nach vorne. Und ich glaube, sie werden den Schalter umlegen und auf Schalke 1-0 gewinnen. Auf Schalke? In Freiburg? In Freiburg, ja. 1-0. Immerhin. Düsseldorf gegen Leverkusen. Leverkusen endlich mit den ersten Punkten und dann das Jubel-Eklat beim Spiel gegen Mainz. Ernsthaft? Julian Brandt und Kai Havertz jubeln mit diesem komischen Fortnite-Jubel. Wusste ich bis heute nicht, dass es Fortnite-Jubel ist. Dabei weiß aber eigentlich ja jeder, Fortnite war schuld, dass in Watutinki das WLAN gedrosselt wurde. Das stimmt. Und das war wiederum schuld für die schlechte Stimmung und für das Aus der Deutschen. War das im Prinzip so ein kleines Signal an Jogi Löw? Nee, es war ein Signal an Heiko Herrlich. Der Mann muss das WLAN jetzt auch drosseln, weiterhin gedrosselt halten, damit Leverkusen in der Hochspur bleibt, glaube ich. Naja, gut. Wie geht's aus? Ich glaube, Düsseldorf. Bei diesem, man kann ja fast sagen, Derby. Ja, ist eine Art Derby. Überrascht die Bundesliga weiterhin. Friedhelm Funkel begeistert mich bisher, deswegen habe ich auch das Düsseldorf-Trikot heute an. Stimmt. Und sage, Düsseldorf gewinnt 2-1. Ich sage, Leverkusen viel zu stark, fangen langsam an zu gewinnen, gewinnen auswärts 5-1. Dortmund gegen Nürnberg. Tja, die Causa Götze beschäftigt uns alle irgendwie ein bisschen. Jetzt hat der Kicker ausgerechnet, hervorgehoben, dass Mario Götze, wenn er auf dem Platz stand, es immer 0-0 stand. Gegen Fürth im DFB-Pokal, 60 Minuten gespielt, 0-0, dann wurde ausgewechselt. Gegen Brügge, 60 Minuten gespielt, 0-0, dann wurde ausgewechselt. Also bei zwei Spielen von immer zu reden, ist auch ein bisschen optimistisch. Max, bitte. Okay. Komm jetzt nicht damit. Ist das nicht eigentlich ein Signal für Dortmund, dass man mit Götze spielen muss? Um auf Sicherheit, da brennt hinten nichts an. Wenn man gegen Nürnberg 0-0 spielen will, sollte man das machen. Die Frage ist ja, will man gegen Nürnberg 0-0 spielen? Ich glaube nicht. Ich glaube, gegen Nürnberg setzt es ein 0-1. Tja, das glaube ich nicht. Ich glaube, Dortmund gewinnt 1-0. Dacia Brailler gegen Dynamo Bukarest. Wir kommen zum absoluten Krisengipfel des Spieltags, Tobias. Dacia Brailler nur 20. in der zweiten rumänischen Liga. Und jetzt geht es in der Zwischenrunde im Pokal auch noch gegen Dynamo Bukarest, der Rekordmeister in Rumänien, nur 9. Vasile Miriota schon vom Hof gejagt. Wer war der Trainer in Bukarest? Ja, klar. Hui. Wie geht Dynamo jetzt mit der Krise um? Zuletzt 0-3 verloren. Kann das in der Zwischenrunde vom Pokal was werden? Ich bin tatsächlich beim rumänischen Fußball nicht allzu bewandert. Das muss ich zugeben, das muss ich gestehen. Okay. Wollte aber kurz nachhaken, bei Dacia. Ist da der Frage, ich weiß es nicht. Sollte er eigentlich sein, oder? Sollte er doch eigentlich sein. Wenn er deshalb, falls er es nicht ist, gehe ich davon aus, dass Dacia 0-3 verliert und dann den Trainer feuert und dann ist Mehmet Scholl da. 0-3. Ich sag, Dacia-Trainer ist schon Mehmet Scholl okay. Und keiner weiß es und Dacia haut deswegen Dynamo Bukarest raus, gewinnt 13-0. Völlig zu Recht. Gladbach gegen Eintracht Frankfurt. Max, wir haben es beide gesehen in Berlin und deswegen die ganz schnelle Frage, ist dieser Mannschaft überhaupt noch zu helfen? Nein, überhaupt nicht. Ein lebloser, blutleerer Auftritt. Keine Chance. Tja, genauso sehe ich das auch. Frankfurt gewinnt 3-1. Ich sag blutleer, aber nicht so blutleer, wie Frankfurt in Gladbach spielen wird. Deswegen ein 2-0 für Gladbach. Hui. Mainz gegen Wolfsburg. Und wir runden den Spieltag ab mit Mainz gegen Wolfsburg. Jetzt kommt noch eine spleenige Scheißstatistik, die ich gerade rausgesucht habe. Und zwar letzte Saison, das erste Spiel, was Labbadia gemacht hat für Wolfsburg, war in Mainz. Seitdem, danach, das war der 24. Spieltag, danach hat er gegen alle Mannschaften schon gespielt, gegen die sie jetzt gespielt haben. Gegen Schalke, Leverkusen, Hertha und Freiburg. Mhm. Und sie haben immer genau so gespielt, wie sie in der letzten Rückrunde quasi nicht gespielt haben. Also immer umgekehrt. Gegen Schalke und Leverkusen, letzte Rückrunde verloren, jetzt gewonnen.
gegen Freiburg letztes Jahr gewonnen, jetzt verloren. Das Hinspiel oder beziehungsweise das letzte Spiel gegen Mainz ging 1-1 aus. Das heißt, eigentlich müsste es jetzt auch 0-0 ausgehen. 0-0? Oder 1-1. Oder zumindest unentschieden. Zumindest unentschieden. Deswegen, ich sage 2-2. Es war eigentlich auch mein Tipp. Die beiden Mannschaften haben sich beide ein bisschen gesteigert im Sommer. Aber ich muss ja dagegen halten und deswegen sage ich 0-0. Damit haben wir es eigentlich. Das heißt, wir halten fest, Hertha gewinnt auf jeden Fall weiter. Dacia gewinnt mit Mehmet Scholl gegen Bukarest. Ja, herzlichen und Giefer könnte für Augsburg noch zum Held werden. Hoffentlich. Damit entlassen wir euch, wünschen euch viel Spaß und sehen uns schon am Freitag wahrscheinlich wieder. Fantastisch.